Geist der Maya. Versunken in den Regenwäldern Mittelamerikas ruhen die geheimnisvollen Stätten der einstigen Maya-Kultur. Unglaubliche Schätze, sagenumwobene Pyramiden und eine geheimnisvolle Schrift zählen zu den Hinterlassenschaften dieser Hochkultur, deren Priester und Gelehrte zugleich Meister der Zeitrechnung waren. They had an extraordinary calendar system. This is a system that started on August 13th, 3114 BC. But it started on a day name and a month that was already running in the system. It wasn't like the 1st of January, year zero. It was like saying it's the 5th of May of the 5th of May. On that day, on Forahau 8 Kumku, when the new era began, it started the whole cyclical process of life and behavior and stories. But this ends December 23rd, 2012. According to Maya prophecy, the previous eras of time always were catastrophic events. Als Teufelswerk von einem spanischen Bischof verbrannt, gingen die schriftlichen Zeugnisse der Mayas nach der spanischen Eroberung vollständig verloren. Haben ihre Nachfahren den Kontakt zum Wissen und der Kultur ihrer bedeutenden Ahnen verloren? Vom Verschwinden einer Kultur kann man eigentlich nicht reden. Wir wissen zwar, dass die großen Städte aufgegeben worden sind im 9. und 10. Jahrhundert nach Christus, aber gerade der Dresdner Kodex ist doch ein Zeichen dafür, dass diese Hochkulturen auch im 13., 14., 15. Jahrhundert, also unmittelbar vor der spanischen Eroberung, noch existierte und weiterlebte. Wie durch ein Wunder überlebten drei der Maya-Kodizes. Der wohl bedeutendste wird in Dresden in der Landes- und Universitätsbibliothek aufbewahrt. Über Wien gelangte er im 18. Jahrhundert nach Dresden und wurde als Kuriosität in der königlich-sächsischen Hofbibliothek aufbewahrt. Ende des 18. Jahrhunderts begann der damalige Hofbibliothekar Ernst Wilhelm Förstemann mit der Entschlüsselung des geheimnisvollen Dokuments. Dass Dresden neben den vielen barocken Baudenkmälern und Kunstschätzen dieses einmalige Dokument aufbewahrt, ist vielen Menschen noch unbekannt. Ja, das sollte ein Signal natürlich sein, dass wir die Handschrift in Dresden aufbewahren. Wir laden alle ein nach Dresden. Wir sind die Treuhänder dieser Handschrift und wir wollen sie allen zugänglich machen, wir wollen sie gut erforschen. Es ist unser gemeinsames kulturelles Erbe. Was aber bedeutet diese Schrift den Menschen im fernen Guatemala? A los códex de Dresden, como lo llaman algunos, realmente es como que nos habíamos quedado sin agua por mucho tiempo. Realmente lo consideramos como un regalo de los Ajau. Los Ajau para nosotros son los dioses. Seit der Wiederentdeckung im 18. Jahrhundert bemühen sich Forscher in der ganzen Welt um die Entschlüsselung der Maya-Schriftzeichen. Nur langsam gelingt es, den Zeichen ihr Geheimnis zu entreißen. Mit den Voraussagen des Codex Dresdensis für eine Zeitenwende 2012 wächst auch das Interesse an der alten Hochkultur. Ich glaube, das ist der Sinn von einem Objekt, das so wichtig ist für die Kommunitäten der Origin Maya, en Dresde, porque representa esto, representa la validación de existir. Es decir, es un objeto que nos hace, que nos da ese respaldo para decir, nosotros tenemos esta cultura porque este objeto es nuestro respaldo. Ay, 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 ay.
Das geheime Wissen der Maya neu zu erschließen, ist eine Aufgabe für mehrere Generationen. Die mündliche Überlieferung durch die Pflege der priesterlichen Traditionen hat Wichtiges bewahrt. Viel liegt aber noch begraben unter den Wurzeln des Regenwaldes von Yucatan. Archaeology is the only discipline in the world that lets us look at the origins of government, the development and dynamics of government, and the collapse of government. And we can put this in a window. Yes, it's a race against time here. And the western part of the Bataan has been destroyed completely by fires and deforestation, intrusive populations. Nur mühsam kämpfen sich Forscher wie Richard Hansen durch das Dickicht der Zeit. Zentimeter um Zentimeter werden die alten Pyramiden freigelegt. Zu langsam oft, um dem bestehenden Druck durch Brandrodung und Abholzung zu widerstehen. This is the last area of rainforest left in all of Central America. If we lose this, we have lost it all, because the other remaining areas of forest are too small to avoid genetic congestion. So besteht die reale Gefahr, dass der Geist der Maya erneut im Nebel der Zeit versinkt. Es sind die Bemühungen vieler Menschen, die notwendig sind, dies zu verhindern. Mit der Rettung der Maya-Schätze kann auch ein Wandel in unserem Bewusstsein vorangetrieben werden, hin zu einem Verständnis der Bedeutung aller Kulturen dieser Erde und zu einer Zeitenwende voller Hoffnung.